Willkommen zurück zu Metroid Zero Mission, unmittelbar vor dem Kampf gegen Ridley. Wie man der Karte entnehmen kann, zuvor ein großer Raum, der mir nicht gefällt, weil diese Welt... Okay, das Klubschauge. Der Beweis dafür, dass... Och. Achso, ich habe Super Missile benutzt. Oh, wie dumm, ich habe ja noch nicht umgeschaltet. Mit Select können wir neuerdings umschalten zwischen Missiles und Super Missiles, wenn ich schätze. Das eine oder andere Super Missile bekommt er hier ab. Keiner zu Hause? Wir können auch hier so episch springen, wenn wir es könnten. Wie bitte? Okay, hallo. Das unbekannte Item. Das ist gut. Können wir auch den einen Block da vorne... Den bekommen wir jetzt einfach so geschenkt, oder wie? Alter, die werden es schon richtig nötig haben, uns zu quälen. Okay, cool. Bist du jetzt da? Okay, alle Türen sind verschlossen. Epische Zwischensequenz. Ey, voll die Comic-Zwischensequenz. Oh mein Gott. Kannst du dich mal ein bisschen abregen? Tschüss, Mann. Oh, verdammt. Oh, lass mich los. Ich baller dir jetzt mal. Boah, verdammter Mist. Bist du eigentlich überhaupt weiblich? Na egal. Warum trifft das jetzt nicht? Darf man fragen, wieso das dich getroffen hat? Okay. Ich habe wahrscheinlich einfach nur ehrlich gedrückt. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Wegen diesem verdammten Gegner hier. Ridley. Wir ballern einfach drauf, was das Zeug hält. Und wir haben schon Unmengen an Energie verloren, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich wollte gerade umschalten zu den Super Missiles und ihr seht, wie viel Energie ich verloren habe. Das ist ja nicht mehr normal. Das war ein Blitzkampf von beiden Seiten. Give me energy! Tja, Ridley ist tot, mal wieder. Naja, nicht tot, er ist besiegt. Er hat doch noch 150 Mal auf hier. Wo kann man jetzt noch sterben, ey? Bist du wahnsinnig? Ey, die Musik macht mich so kirre. Wie komme ich zurück? So vielleicht! Secret? Nein, nur... Okay, das war kein Secret. Das war der normale Weg. Ich speichere ab, denn ich habe gegen Ridley gewonnen. Und jeder weiß, die beiden großen Gegner aus Metroid-Spielen sind Kraid und Ridley. Und als Endboss folgt Mother Brain. Dann würde ich sagen, kehren wir zurück, oder? Sollen wir rechts lang und dann ganz nach oben, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Probier's einfach mal. Uiuiui. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Das könnten wir eigentlich schon ein paar Mal machen. Dann haben wir wieder alles fully restored hier. Das gefällt mir. Da reinzurasen und da alles Schutt und Asche zu legen, das ist schon genau mein Ding. Ja, machen wir noch ein paar Mal und dann haben wir alles, was das Herz begehrt. Hardrock. Der Kampf. Naja, was hätte man aus dem Kampf noch großartig machen sollen? So, mehr als die Hälfte der Energie. Zwar ein bisschen wenig Missiles. Das diesmal war richtig viel. So, ein letztes Mal gehen wir noch, stürzen uns noch da rein ins Getümmel. Dann setzen wir unsere Reise fort. Danke, danke, danke. Mit dem Sieg über Kraid hat sich ein Maul aufgetan an der einen Stelle. Und mit dem Sieg über Ridley nun auch das andere Maul. Tja, und somit können wir in den nächsten Bereich. Ich meine, wenn ich überhaupt noch den Weg zurückfinde. Wir sind auf Ridley und müssen zurückkehren zu Norfair. Von Norfair nach Brinstar. Und von Brinstar... Oh, okay. Gut, gut, gut. Schon wieder vergessen, was da oben eigentlich war. Jetzt weiß ich wieder. Und bei Brinstar den einen Weg erkunden. Ich glaube, ich bin sogar goldrichtig hier. Ups, ich sehe, da müssen wir gut springen hier. Was mir absolut nicht gelingt. Ich spare.
Diese Gegner, die können... Okay. Dann mache ich euch erstmal fertig und dann können wir uns in Ruhe umschauen. Und überlegen, wie es weitergeht. Wie im Krieg. Aber das sieht schon sehr verdächtig aus. Okay. Und jetzt? Okay, sah irgendwie echt komisch aus. Secret verdächtig. Aber wir hauen ab. Ich habe genug gesehen von der Welt. Oh. Mann, Schrock. Habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, diesmal ist es nicht der Fall. Wir wissen doch, wo wir lang gehen müssen. Oh, oh. Oh, du Scheiße. Ich hasse es, wenn in Videospielen unnatürliche Dinge geschehen. Wie zum Beispiel die stets verlässlichen Jozo-Statuen, die auf einmal geköpft sind und alles. Und wir jetzt rausfinden werden, wer dafür irgendwie verantwortlich ist. Ach du Scheiße. Erinnert mich ein bisschen an Metroid Fusion. Mit dem SRX, der alles in Schutt und Asche liegt, aber der wird's wohl kaum sein. Interesting, dass wir auch hier lang gehen können. Hier hat auch die Larve sich den Weg gegraben. Auch sehr interessant. Okay. Da unten findet sich etwas. Aber wir brauchen Anlauf. Was ist das denn? Macht das auch. Also wir können hier mit genug Anlauf alles bashen. Ich schätze mal, von hier aus reicht. Ja, und jetzt? Gespannt, wo uns das hinführt. Oh mein Gott. Was ist denn hier? Also, Heidi Witzka. Mein lieber Herr Xanzverein. Ist der Missile-Container schon wieder? Seid ihr schwule Gegner? Ich kann man nicht zerstören. Ihr regt voll auf. Oh, scheiß auf den Container. Ich mach weiter. Die regen mich auf. Bist du eine neuere Version? Weil du siehst ein bisschen frischer gebaut aus. Screwtech. Cool. Damage enemies while somersaulting. Zeige ich euch. Wuff, wuff, wuff. Aber geht nur einmal springen, gell? Geht kein Doppelsprung. Und jetzt? Jetzt können wir hier aufräumen. Wir können sogar die Blöcke da kaputt machen. Das waren noch bestimmt bestimmte. Ach, die mit dem Zeichen drauf. Okay, stimmt. Okay. What the hell? Alter, wie wir alle Gegner kaputt machen können. Wir sind wo? Wollen wir nach ganz rechts und dann nach oben? Wo auch sonst? Ja, das ist der einzige Weg. Ganz nach rechts und dann nach oben. Cool, ich freue mich, dass wir den Move haben. Sehr, sehr schön. Heiliger Bimmer. Auch ihr seid keine Gegner von mir. Komm, verschwindet. Ich brauche nur einmal springen. Irgendwie ist die Screw Attack total overpowered. Ich weiß auch nicht. Naja. Heiliger. Wuff, 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 alles kaputt gemacht. Na gut, ich denke mal, das wird jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken sein. Wie cool doch die Screw Attack eigentlich ist. Ups. Oh, ich mach den Gegner doch eigentlich platt damit, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Hier können wir doch unsere Sachen wieder auffüllen. Auffüllen, Energie und Bomben. 100 Missiles. Wie viel gibt's? 200? Kann gut sein. Bin nicht darauf bedacht, die 100% zu finden. Ach komm, ich mach einfach so. Ich mach euch einfach platt hier. Und jetzt? Und so ein Schwuchtelgegner. So ein pinkes Etwas. Hindert mich daran, weiterzukommen. Oh! Wie alles total cool bedacht ist und wie ich langsam die Orientierung irgendwie verloren habe. Hier geht's wirklich immer noch weiter.
Der Move hilft uns schnell aus Norfair rauszukommen, finde ich geil. Weiß jetzt gerade nicht, Moment. Oh, wir sind viel zu hoch. Lol. Zwei Türen weiter. Nee, immer noch, oder? Moment. Ja. Wir sind immer noch so weit. Zu weit. Es ist Zeit. Die Zeit. Sie ist gekommen. Und tschüss, Mann. Ich baden. In Lava. Lava-Bieder sind gesund. So hieß schon ein früherer Punkt. Oh, verdammt. Ich hab euch zerstört. Ich brauche euch doch. Ich brauche euch doch. Oh, es geht. Es geht. Natürlich geht alles, du Depp. Es muss doch funktionieren. Dann hätten die Spiele-Tester versagt. Das nicht funktioniert hätte. Gut, euch Flaschengegner kann ich getrost aus dem Weg gehen, weil ihr seid ja keine Herausforderung. Tja, hier kann mich nicht so niemand mehr aufhalten. Erstes Level, pah. Anfänger. Ich wette, genau in einen solchen Moment kommt dann die Mega-Überraschung. Ja, und Mother Brain, guckt mal kurz rein, was hier so abgeht. Mother Brain war ja im ersten Metroid. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, ich schätze es einfach mal. Ein total mehrloses Objekt, das man einfach beballern musste. Die Schwierigkeit lag halt... Verdammt. Naja, einfrieren können wir sie immer noch. Moment, noch eine Schlange. Voll falsch. Voll falsch. Sehen, ob wir da noch rüber können. Mother Brain war im ersten NES Metroid ja noch total wehrlos. Glaube ich zumindest. Verdammt! Ich hab so viel Power! Oh mein Gott, will ich alles zerstückel! Wie soll ich denn da sonst drauf kommen? Hä? Moment! Machen wir gleich, das machen wir alles mal ein bisschen mehr Piano. Ups! 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 Ja! Okay, was Action hier. Irgendwie hat er auch Nachteile. Und was ich sagen wollte, jetzt ist Mother Brain natürlich auch ein bisschen angriffslustig. Und wer glaubt, das Abenteuer nach Mother Brain ist vorbei, der liegt für NES-Verhältnisse richtig. Hm, ich wollte zwar nicht sagen, aber ich glaube, ich habe es indirekt getan. Natürlich geht's weiter. Es kommen noch mehr Level. Und zwar coole, einfallsreiche und... Macht euch auf eine fette Überraschung gespannt gefasst. Wenn ihr das noch nicht kennt. Denn wer glaubt, dass ihr einfach so weiter durch neue Areale stapft? Mit Samus und so und mit Amzug? Der alles vernichtet? Wundert euch mal. Beide Gegner sind besiegt. Maul auf, Frau rein. Komm, geh baden. So, wagen wir uns mal. Ich bin gespannt. Oh lala. Gut, das sehen wir schon, was jetzt kommt. M to the I to the T to the R to the O to the I to the D. Ja, Mann. Metroids. Ich sollte das am besten mal erklären. Und umschalten auf normale Missiles. Metroids kann man im klassischen Sinne nicht besiegen. Metroids besiegt man nur... Mal die ganzen Toten. Weltraumpiraten. Ah, da kommen die scheiß Donuts. Ey. Kringel. Metroids kann man nicht besiegen. Oh, da kommt einer. Kann sie einfrieren und dann mit Missiles. So kann man sie besiegen. Oh, und wir kommen nicht weiter, bis wir den nicht besiegt haben. Und sie sind blutaussaugend und sehr aggressiv und überhaupt eine total widerliche Lebensform, die keiner haben will, aber trotzdem jeder hat. Nein, hat nicht jeder. Kann ich mich nicht schnell verpissen? Ne, die Türen gehen halt auf, bevor ich sie nicht besiegt habe. Ach du Heiliger, Bimbam. Tschüss, 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 tschüss. Geh baden. Ist eingefroren. Na toll, ist es jetzt in jedem Raum so, dass wir die besiegen müssen? Aber irgendwie habe ich nicht das Bedürfnis. Ich friere euch ein und dann hau ich ab. Okay, wenn die Tür am Ende zu ist, habe ich ein Problem. Die ist zu. Ach du heilige Scheiße.
du heilige Scheiße. Okay, Merkel, immer alle Metroids besiegen. Ach, da knabbert mich doch einer an. Hab ich gar nicht gemerkt. Was ist schlimmer als ein Metroid? Viele Metroids. Okay, so viel haben sie mir gar nicht abgezogen, aber es nervt natürlich tierisch. Alter, wenn der eine fertig ist mit Knabbern, kommt der nächste. Das regt mich schon auf. So. Last of Kind. Scheiß Viecher. Komm, ich will trotzdem. Wie es aufregt. Besiegt. Immer noch dieses scheiß Kringel da. Oh nee, ey. Noch mehr vielleicht. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, die scheiß Viecher. Ich hätte schwören können, das war optional, ey. So, alle besiegt. Jetzt gibt mal ein paar Goodies. Ein bisschen Energie und so. Scheiß Kringel, macht euch mal nützlich. Mal gucken, wie groß das Areal überhaupt ist. Turion! Na, wirklich viel kommt da nicht, ey. Pieseln wir uns lieber. Tja, niemand weiß, wie groß es eigentlich ist hier. Aber wir haben einen Speicherpunkt. Darüber bin ich sehr froh und ich würde sagen, wir machen weiter im nächsten Part. Gut möglich, dass wir da auf Mother Brain treffen. Wo das Abenteuer eigentlich endet. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Und ciao.